Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kleines, aber feines Unboxing für dich. Und zwar hat eine ganz, ganz, ganz liebe Zuschauerin mir ein unfassbar, unfassbar tolles Paket zukommen lassen. Ja, und das möchte ich gerne mit dir zusammen auspacken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst möchte ich sagen, die liebe Lea hat mich angeschrieben und mir dieses Paket zukommen lassen. Ich möchte eigentlich nicht, dass irgendwelche Zuschauerpakete mich erreichen. Das heißt, eigentlich möchte ich nicht solche Pakete annehmen. Und sie bekommt auch von mir ein riesengroßes Dankeschön-Paket zurück. Weil ich nicht möchte, dass ihr mir was schickt. Also nein, nein, ich brauche keine Geschenke. Nein, das muss nicht sein. Also ich möchte nicht irgendwie... Eigentlich nehme ich sowas ungern an, weil ich mir denke, nee Leute, das ist euer Geld, euer hart verdientes Geld und dann müsst ihr nicht irgendwelche Sachen an mich schicken, das muss einfach nicht, ne? Also ich habe mich unheimlich gefreut und ich habe ja auch mit der Lea vorher lange geschrieben und kenne ja auch die Hintergründe, deswegen ist auch alles vollkommen in Ordnung, aber eigentlich möchte ich das sehr, sehr ungern. Also, ich freue mich unheimlich, aber trotzdem ist es mir auch ein Stückchen unangenehm. Nur so zur Info. Ja, also, ja, hier sind die Produkte drin, die die liebe Lea mir geschickt hat. Und ich werde euch die jetzt alle nach und nach zeigen. Sie hat mir auch einen ganz, ganz lieben Brief geschrieben, der aber sehr privat ist und den lese ich deswegen nicht vor. So, ja, jetzt stelle ich euch mal die Produkte vor, die die liebe Lea mir geschickt hat. Die unfassbar verrückte, verrückte Lea. Okay, ich fange einfach mal an mit den Extreme Lash Lip Linern von Manhattan. Da hat die mir gleich 5 Stück geschickt. Sie hat dazu geschrieben, dass es die besten sind. Nein, ich muss mich korrigieren, die allerbesten. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt, ne? Also die kann man so rausdrehen, was ich dann sehr gut finde, weil dann raffe ich auch, dass ich die nicht anspitzen muss, ne? Und da hat sie mir diese 5 verschiedenen Farben geschickt. So sehen die aus. Die haben irgendwie keine Namen. Keine Farbbezeichnung. Aber ich freue mich unheimlich, weil das wirklich alles Farben sind, die ich mega gerne benutze. Und auch diese Brauntöne, das soll ja auch jetzt in 2019 wieder sehr groß kommen. Mega, mega. Ach, richtig schön. Also Dankeschön. Ich muss wirklich Dankeschön sagen. Jedes Mal. Ja, Dankeschön. Dann hat sie mir hier von Avon einen Color Trend Lipsticks reingemacht in der Farbe Plum Fun. Und da hat sie dabei geschrieben, Achtung, man kann ihn nur rausdrehen, nicht wieder zurück. Okay. Hat keinen großen Eigengeruch, aber riecht jetzt auch irgendwie nicht schlecht, ne? Riecht ganz gut. Und das ist eine Farbe, die ich auch wirklich öfters benutze. Das ist so ein, pinkes Kirschrot, würde ich mal so sagen. Ich werde die Sachen jetzt nicht swatchen, weil sonst gehen die mir alle viel zu schnell kaputt. Und das möchte ich nicht. Ich zeige euch die, aber ich swatch die jetzt nicht, weil es wird lange dauern, bis ich das alles aufgebraucht habe. Also Belly. Ja, und von Avon habe ich so noch gar nichts. Dankeschön. So, dann hat sie mir beigelegt von MAC, die Marke sagt mir auch gar nichts, Perfect Brow Sculpting Pencil. Und da hat sie mir 2 verschiedene Farben mit beigepackt. Finde ich sehr gut, denn gestern ist mein Augenbrauenstift leer gegangen. Ich musste jetzt schon einen nehmen, der etwas dunkler ist als sonst. Das ist einmal die Farbe Soft Brown und Light Brown. Richtig cool. Und die sind hier vorne so ein bisschen eckig. Damit kann man super die Augenbrauen ausfüllen. Also wahnsinnig toll. Du verrückter Mensch, Lea. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh Mann. Dann hat sie mir von The One den Wonderliner mit reingepackt und da hat sie geschrieben, dass es der einzige Eyeliner ist, mit dem sie vernünftig einen Eyeliner gezogen bekommt. Da bin ich ja mal gespannt. Oriflame scheint die Marke zu sein. Ach, guck mal, der ist ziemlich hart vorne und ziemlich breit. Da bin ich echt gespannt, ob ich das hinkriege. Lea, du stellst mich vor eine Herausforderung, aber Challenge accepted. Der riecht ein bisschen süßlich. Riecht ganz gut. Bin ich wirklich gespannt, wie ich das hinkriegen soll. Da scheint ja ordentlich Produkt drin zu sein. Mal gucken. Aber cool.
So ein Produkt hatte ich auch noch nie. Also schon so ein Eyeliner, den man quasi so als Liquid Liner hat, ne? Aber ja, da muss ich mich erstmal rantrauen. Dann hat sie mir ihre Lieblings-Concealer-Foundation beigelegt und zwar von Lancôme Teint Idol Ultra Wear Stick. Eine Stick-Foundation scheint es dann zu sein. All-Day Color Wear and Comfort Portable Perfection Soft Matte Finish. In der Farbe Beige Rosé. Okay. Dann holen wir den mal aus seiner Verpackung raus und gucken, wie das aussieht von der Farbe her. Mag ja solche Verpackungen auch, ne? Lea, Lea, Lea. Eine Stick Foundation hatte ich, glaube ich, noch nie wirklich. Riecht gut. Da bin ich echt gespannt drauf. Die werde ich auch mal. Ich glaube, da muss ich eigentlich mal mit diesen Produkten so eine Art Full Face schminken, ne? Aber ich bin jetzt gerade echt geschminkt. Schade. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lea, danke. Danke, danke, danke. Wirklich. Dann hat sie mir von Yves Saint Laurent The Slim, so heißen die, beigelegt. Das sind Lippenstifte. Die seht ihr hier. Und sie hat dabei geschrieben, dass es quasi die Testerversion ist, weil du hier durchschauen kannst. Total cool. Und ja, ach geil. Dann hast du hier so diese eckigen Lippenstifte. Mega geil. Riechen auch richtig gut. Und auch das wieder vier verschiedene Farben. Ach du meine Güte. Der helle Wahnsinn. Du verrückte Nudel. Echt. Dankeschön. Mega, mega geil. Da freue ich mich drauf, die zu benutzen. Nochmal drei Lippenstifte von Yves Saint Laurent. Und das heißt Plump in Color. Und Alter, guckt euch mal diese irre, irre Verpackung an. Das ist wunderschön. Wunderschön. Oh, die riechen fruchtig und die haben da so ein Herz drin. Oh, ist das schön. Richtig cool. Oh, die riechen so ein bisschen wie so Halsbonbons, aber halt dann mit der Geruchsrichtung Kirsche oder so. Richtig geil. Oh, schön. Lea, Lea, Lea. Echt. Ja, die riechen auch so. Oh, schöne Farben. Und dieses Herz, oh, das ist so richtig Valentinstag, ne? Oh. Schatz, ich schicke dir auch ein ganz großes Herz zurück, echt. Vielen, vielen Dank. Und selbstverständlich hört es nicht auf. Also die Frau, die ist wahnsinnig, echt. Von L'Oréal hat sie mir hier noch zwei Lippenstifte mit beigepackt. Oh, die sind auch wunderschön, ne? Richtig schön. Das ist Le Rouge Lumière, einmal in der Farbe 105 Beautiful Rosewood und einmal in der Farbe 638 Brilliant Brown. Die riechen auch schön. Und guck mal, oh, wunderschön. Richtig, richtig schön. So schöne Sachen, echt. Der ist jetzt hier noch komplett zugeklebt, den lasse ich jetzt auch zu. Aber der wird auch wunderschön aussehen. Du verrückte, verrückte Frau. Dankeschön, echt. Von La Roche-Posay hat sie mir noch mit beigepackt. Tolerain Rouge à Lèvres, 9 Stunden Feuchtigkeit, Lippenstift. Und das sind zwei Stück, also zwei Farben, die ich hier habe. Auch wieder mit diesem Pflegepunkt in der Mitte, ne? So sieht das aus. Boah. Mega cool. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich werde euch wirklich mal ein Fullface mit diesen Produkten schminken. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, weil es einfach so viele sind, ne? Schön, richtig schön. Also das ist so ein schöner Alltagston. Das andere ist ein Ton so zum Weggehen, ne? Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. So, von Yves Rocher die Sexy Pope Ultra Volume Mascara. Die habe ich mir damals immer wieder dort gekauft und ich freue mich voll, dass ich die jetzt wieder hier habe. Die habe ich geliebt. Ich finde dieses Bürstchen voll schön. Die riecht halt so typisch nach Yves Rocher Naturkosmetik, aber richtig geil. Ah, die mag ich gerne leiden. Die macht auch einen schönen Augenaufschlag. Dann hat sie mir hier noch einen Isana Young Abdeckstift mit beigelegt. Das ist ja interessant. Guck mal, auch der hat wieder in der Mitte dieses Pflegegedöns. Das scheint irgendwie so in zu sein zur Zeit, ne? Richtig cool.
Die Farbe dürfte auch passen, weil das so ein schönes helles ist. Dann hat sie mir hier noch von Avon Color Trend Eyeliner Black Cat Eyes beigelegt. Richtig cool. Bei diesen Stiften weiß ich nie genau, wie das funktioniert, wenn man die ein bisschen länger benutzt hat. Also das wollte ich immer schon mal ausprobieren und das finde ich so cool, dass ich den jetzt habe. weil die halt am Ende ja so dick werden, ne? Aber wir gucken mal. Riecht noch nichts. Richtig geil. Oh. Dann hat sie mir hier noch von Nivea einen Stift mit beigelegt. Der Coral Crush Color on Lip Crayon. Auch das richtig cool. Korall ist jetzt eine ganz intensive Farbe. Da habe ich auch richtig Bock im Sommer drauf. Das riecht auch gut. Oh, meine Herren. Das wird ein Spaß. Von Avon True Glimmer Sticks ein Eyeliner. Und das scheint so ein, ja, Glimmering Onyx. Das scheint so ein Grau zu sein, was so schimmert. Richtig geil. So sieht es aus. Das ist so ein Stift. Richtig cool. Oh. Boah, wie ich mich einfach über diese Produkte freue. Es ist so cool. Der helle Wahnsinn. Von Giordani Gold ein Supreme Gel Eyeliner. Richtig cool. Auch das noch nie ausprobiert. Boah, danke schön. Also du ermöglichst mich, Sachen zu testen, die ich in meinem Leben noch nie ausprobiert habe. Und das finde ich so cool. Dieses Pöttchen habe ich hier. Oh, ist das schön. Ich muss euch hier mit einem Full Face schminken. Wirklich. Weil das sind echt tolle Sachen. Riecht nach Creme. Sowas habe ich noch nie verwendet. Noch nie habe ich einen Gel-Eyeliner verwendet, der halt in so einem Pöttchen drin ist. Muss ich unbedingt. Der Hammer, echt. Von Oriflame Cosmetics ist das hier ein Love Red Lippenstift. Ja, guck mal. Boah, ist das schön. Das ist richtig schön. Oh, ist das schön. Oh, der riecht auch gut. Der riecht schön süß. Aber nicht zu extrem, das gefällt mir auch unheimlich gut. Oh. Auch wieder von Oriflame Beauty, ein Triple Color Lipstick in der Trend Edition. Aha, da bin ich ja mal gespannt drauf. Coral Trend. Auch wieder was für den Sommer dann wahrscheinlich von der Farbe her. Oh, ist das schön. Guck mal die Verpackung an. Die gefällt mir richtig gut. Ach, das sind alles solche, ne? Solche ganz besonderen Lippenstifte. Der riecht auch gut, aber halt eher so dezent. Das gefällt mir auch mega. Boah. Du verrücktes Huhn. Du verrückter Mensch. Du unfassbar lieber Mensch. Und als letztes was von Labello. Nude. Ist das ein Nude? Ja. Oh, auch das wieder mit so einem Punkt in der Mitte. Wie geil. Ich habe solche Lippenprodukte noch nie gesehen, die so einen Punkt in der Mitte haben. Oder solche Herzchen oder so. Und jetzt gleich so viele auf einmal. Das ist ultra schön. Der riecht einfach ganz normal nach Labello. Ach, Wahnsinn. Lea, Dankeschön. Danke, danke, Dankeschön. Du wirst ein wundervolles Dankeschön-Paket von mir bekommen, denn ich habe jetzt ja deine Adresse. Und ja, werde dir da auf jeden Fall was Schönes zusammenpacken und lass dich einfach überraschen. Wie ich sehe, hast du ja ordentlich was an Lippenprodukten und so. Also ich lasse mir da was einfallen. Wie gesagt, ich lasse mir was einfallen, denn das ist unfassbar schön, was du mir geschickt hast. Vielen, vielen Dank. Wirklich von Herzen. Dankeschön. Ja, aber wie gesagt, es wäre nicht nötig gewesen. Das hatte ich dir auch im Vorfeld geschrieben. Aber richtig cool. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das sage ich die ganze Zeit. Ich sage auch die ganze Zeit Dankeschön und dass du mich rührst und dass du ein toller Mensch bist. Ja. Ne? Oh, schön, wirklich schön. Ich habe so Bock drauf, die Sachen auszuprobieren. Es wird so ein Spaß werden. Es wird noch ein Full Face zu diesen Produkten geben. Seid darauf gespannt. Ansonsten wünsche ich euch allen, die zugeschaut haben, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ja, wie gesagt, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist zu den Tauschpaketen, die ich gemacht habe. Hier habe ich hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite könnt ihr, wenn ihr möchtet, mich einmal kostenlos abonnieren. Ich bin sprachlos, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!